Binance-Nutzer in Venezuela haben Schwierigkeiten, auf die Kryptobörse zuzugreifen, nachdem die Regierung Maßnahmen ergriffen hat. Die venezolanische Regierung blockiert den Zugang zu Binance, X und anderen Online-Diensten, wie die Antizensurorganisation VESIN Filtro berichtet. Über VPN können einige Nutzer die Blockade umgehen. Binance versichert, dass die Kryptos der Kunden sicher sind. Venezolaner nutzen besonders den Peer-to-Peer-Dienst von Binance, um Bargeld gegen Krypto zu tauschen und der Inflation zu entkommen. Die Maßnahmen folgen auf Unruhen wegen umstrittener Wahlergebnisse, bei denen Maduros Sieg angezweifelt wird. Seit der vermeintlichen Wiederwahl befindet sich Präsident Maduro außerdem im Clinch mit X-Chef Elon Musk. Dieser hatte die Wahlen öffentlich angeprangert und Maduro als Diktator bezeichnet. Maduro erwiderte mit einer Aufforderung an den Tech-Milliardären, sich dem Präsidenten in einem Faustkampf zu stellen.